Willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht. In den nächsten 24 Tagen möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise. In 24 Reiseetappen, also 24 Stationen mitnehmen, im weitesten Sinne in die Reisestationen, die die Sternendeuter auf sich genommen haben, die einen Stern entdeckt haben und sich auf den Weg gemacht haben. Und so möchte ich Sie mitnehmen auf diese Entdeckungsreise. Was passiert, wenn wir den Sternenschein entdecken, den hellen Glanz, und uns auf den Weg machen? Wenn wir uns auf den Weg machen, um Dinge in unserem Leben zu verändern, um Ideen in die Gemeinde hineinzubringen und auf dem Weg sein. Das gehört zum Christsein dazu. Einfach dazu. Die ersten Christen nannten sich noch gar nicht Christen, sondern waren bekannt und haben sich selbst so bezeichnet als Menschen des Weges. Manchmal hört man von Menschen, die einen tiefen Glauben haben. Ich stehe seit 30 Jahren fest im Glauben. Oder wir haben den Jan-Simon Schäfer im Kirchenvorstand als Vorsitzenden. Auch ein komisches Wort. Stehen und sitzen, beides hat nicht so viel mit Gehen zu tun, auf den Weg machen. Ja, wir haben uns hier in Dilbrecht neu auf den Weg gemacht, mit dem Kirchenvorstand neue Impulse gesetzt, Alpha-Kurse, das Dorfcafé in Fellerdillen ist in Planung, eine große Wegstrecke liegt da noch vor uns und wir können viele Weggefährten gebrauchen. Weggefährten haben wir in Zukunft auch in einer Art und Weise, wie es vor wenigen Jahren noch nicht vorstellbar war, mit unseren Nachbargemeinden. Wir sind von EKN 2030 aus gezwungen, mit den Nachbargemeinden zusammenzuarbeiten. Und so bin ich gespannt, welche guten geistlichen Impulse aus dieser Zusammenarbeit noch entstehen werden. Ja, diesen Geist des Aufbruchs, der durchzieht die Bibel. Abraham ist aus dem Osten nach Israel aufgebrochen. Die Weisen aus dem Morgenland sind aufgebrochen aus dem Osten nach Israel. Sie wurden später berühmt als die heiligen drei Könige, aber im Matthäus-Evangelium steht davon gar nichts. Sie sind weder Könige, noch wurden sie irgendwann vom Papst heilig gesprochen. Also Sterndeuter waren es eigentlich, Gelehrte Sterndeuter, abergläubisch vielleicht? Wer weiß. Sie kommen auf jeden Fall aus einer ganz anderen Religion. Und da hat Gottes Geist sie inspiriert, durch das, was sie tun, durch die Schau des Himmels, durch das Deuten der Zeichen der Zeit, durch das Deuten der Sterne. Und sie haben sich auf den Weg gemacht mit nichts in der Hand, außer diesem Eindruck, diesem Impuls, den Stern gesehen und sich auf den Weg zu machen. Sie haben dabei Mut bewiesen, sind durch fremde Länder gezogen. Sie haben nicht nur Mut, sondern auch ihr Zeit und ihr Geld investiert, um ja wohin eigentlich zu gehen. Die erste Station, naja, war nicht die richtige. Sie waren auf dem Weg zur Krippe, hoffnungsvoll, mit Vertrauen auf dem Weg. Und so hat Jesus schon den ersten Leuten, die sich nach ihm erkundigt haben, denen, die ihm nachgefolgt sind später, hat ihnen zugerufen, komm, komm und sieh. Denn im Kommen und Gehen, glaube ich, erlebt man am eigenen Leib, worum es geht. Man erlebt die Gegenwart Gottes am eigenen Leib, wenn man losgeht. Und so wünsche ich uns eine gesegnete Adventszeit 2023, dass wir Neues sehen, Neues entdecken, vielleicht Neues beginnen, auf jeden Fall vielleicht neu losgehen. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen und euch in dieser Adventszeit loszuziehen. Ich freue mich, euch und Sie zu Weihnachten an der Krippe wiederzusehen.